Was hältst du von der Idee, wenn wir zum Radio gehen? Was machen wir da? Eine Late-Night-Show. Aber ich bin alt, ich muss früh ins Bett. Wir könnten die einzige Late-Night-Show machen, so ab 18 Uhr. Ja, oder nachmittags zum Kaffee. Ja. Das klingt total verführerisch. Das liegt nur an meiner schönen Stimme. Ich weiß. Und meinem enormen Fuß. Oh ja. Das ist der fußigste Fuß, den ich jemals gesehen habe. Ja. Enorm. Norm. Norm, wie bei Norm Baker, dem Mann von Ma Baker, die Crazy Like a Fool about her, die cool ist. Nein, ich dachte eigentlich an Norm aus Cheers. Ach so, kenne ich nicht. Das ist der, der immer jeden Tag da in dieser Bar sitzt. Und wenn er reinkommt, rufen alle Anwesenden Norm. Okay. Ich glaube, er hat ein Alkoholproblem. Das ist nicht schön. Tja. Man sollte ja Suchtmittel nicht so romantisieren. Dann lieber Suchtmittel. Darauf erstmal die wahrscheinlich beste Zigarette meines Lebens. Marlboro. Der Geruch von Freiheit. Wenn Freiheit so riecht, Ja. bleibe ich lieber eingesperrt. Ich hatte gestern eine Blaskapelle vor meinem Fenster. Oh, das ist aber schön. Ich habe leider nicht rausgefunden, warum, aber sie hat mehrere Stunden dort draußen Blasmusik gemacht. Auf die typische Blasmusikart, nämlich schief. Bei meiner Recherche, warum dort Blasmusik ist, bin ich aber darauf gestoßen, dass jeden Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr in der Kirche nebenan Folklore-Tanz ist. Aber es war doch gar kein Mittwoch. Das ist richtig. Ich gucke mal gerade, ob ich hier was finde. Was hatten Und wir denn? dann habe ich herausgefunden, warum ständig geschossen wird draußen. Das ist gar nicht, weil Offenbach direkt nebendran ist, sondern weil Menschen auf Krähenjagd gehen. Ah, also weil Offenbach neben dran ist. Oh, morgen gibt's. Erbsensuppe. Wo ist das eigentlich? Und wieso bin ich da gelandet? Und warum ist morgen die Fraktionssitzung der CDU? Die Fracking-Sitzung der CDU? Ja. Ich weiß aber nicht mal, wo dieser Ort ist. Du bist auf jeden Fall die meanest cat in Old Chicago Town, das steht fest. Ja. So, erstmal Cookies akzeptieren. Guckt sie pipetieren. Das ist auch wieder hier journalistische Höchstleistung. Kindheitserinnerungen erweckt. Bei mäßig heiterem Wetter hält sich der Besuchersturm am Goethe-Turm am Samstag in Grenzen. Oh. Das ist Scheint aber eine scheiß schade. Kindheit gewesen zu sein. Ist die Kindheit von Goethe oder? Ich bin nicht sicher. Ah, Ach immer je. wieder wird in den Gärten und Feldern geklaut, Gemüse zertrampelt oder sogar gepicknickt. CDU und Gärtner fordern jemanden, der nach dem Rechten schaut. CDU und Gärtner. Ah, diese verdammten Picknicker. Verdammt nochmal. War das nicht auch ein Lied? Verdammt, Picknicker? Ich bin der Picknicker. Jeder weiß man. Mach keinen Scheiß, Mann.
Mitglied der Fantastischen Vier. Aber warum? Ich bin nicht sicher. Und nicht der Picknicker. Fantastisches Bier. Gedenktafel für Adorno gescheitert. Sie war die gemeinste Katze in der Altstadt Chicago. Sie war die gemeinste Katze. Sie mähte sie wirklich nieder. Sie hatte überhaupt kein Herz. Nein, 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 überhaupt kein Herz. Sie war die gemeinste Katze, denn sie ist wirklich hart. Sie ließ ihren Mann sitzen. Er war nicht hart genug. Sie nahm ihre Jungs mit, denn die waren gemein und stark. Mama, Mama, Ma, Ma Baker. Tja. Hat sie denn auch ihren vier Söhnen beigebracht, die Waffen zu benutzen? Sie lehrte ihre vier Söhne, Mama, Mama, Ma Baker, mit ihren Waffen umzugehen. Mama, Mama, Ma Baker. Sehr gut. Sie konnte nie weinen. Mama, Mama, Baker. Aber sie wusste, wie man stirbt. Na, da hat sie was fürs Leben gelernt. Tja. Hier ist eine Sondermeldung. Ma Baker ist die meistgesuchte Frau des FBI. Ihr Foto hängt in jedem Postamt an der Wand. Wenn Sie irgendwelche Informationen über diese Frau haben, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeistation. Keiner rührt das Geld oder euer Leben an. Eines Tages raubten sie eine Bank aus. Es war der letzte Raubzug. Die Bullen kamen zu früh. Sie konnten nicht entkommen mit der ganzen Beute, die sie hatten. Das machte sie mächtig wütend. Und so schossen sie es aus, Ma Baker und ihre Söhne. Sie wollte nicht hängen. Sie starben mit glühenden Gewehren. Und so endet die Geschichte. Siehst du? So, jetzt muss ich hier kurz mal was runterladen. Boingsen. Bingsel. Bangsel. Ich habe gerade festgestellt, dass das ja. Eiscafé hier um die Ecke grüne Soße-Eis hat. Oh. Das ist ja ekelhaft. Ja. Was ist es? Naja. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Naja. Was denn bitte? Beim ersten Mal tat's noch weh. Ja. Willst du mal meinen müden Willi sehen? Den kenne ich schon. Mit dem kannst du keinen Stich machen. Das kommt ganz auf den Hüpfer an. Was machen wir denn heute, Schatzi-Pups? Das gleiche wie jeden Abend. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen und Käsepizza zu machen. Hm. Alternativ können wir mit unseren Handpuppen spielen. Okay. Wir spielen mit unseren Handpuppen, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen und Käsepizza machen. Okay. Welchen Käse möchtest du auf deine Pizza? Was ist dein Lieblingspizzakäse? Es kommt auf die Pizza an. Käsepizza. Ach so, ja. Dann gebe ich mich selten mit einer Pizza, einem Käse zufrieden. Mhm.
ich meine, unten braucht man sowieso so eine kleine Grundlage aus Mozzarella. Mhm. Dann würde ich aber sagen, bei einer Käsepizza braucht man noch so 4 bis 8 andere Käsesorten. Für genauere Infos, hört den Käsekeller. Er ist sehr geruchsintensiv. Und ich habe vergessen, wo wir drüber reden tun. Pizzabelag. Ah, ja. Mag ich. Stell dir mal einen See aus Pizzabelag vor. Den Pizzabelago Maggiore. Mm. Nom, 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 nom. Nom, nom. Nom, 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 nom. Toll, jetzt habe ich Bock auf Pizza. Verdammte Axt. Ich habe Bock auf Axt. Verdammte Pizza. Was ist das für ein Vogel, der da piept bei dir? Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich ein Piepmops, Mops, 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 Mops. Ein Piepmops. Piepmops. Der klingt wie eine rostige Elster. Ja, wahrscheinlich ist er das. Sprüh doch mal das WD-40 in den Vogel rein. Oh meine Güte, ich bin auf einer Nachrichtenseite gelandet. Oh mein Gott. Wenn du brechen musst, baller hier rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Borgel. Weil sie nicht furzen wollte, Influencerin landet im Rollstuhl. Siehste? Okay. Wenn ich nach Borgel google, komme ich auf 3 französische Webseiten. Französisch. Das ist immer eine Sprache, die ich nicht kenne. Aber tut les salopp, heißt das nicht all die Nutten oder sowas? Keine Ahnung. Aha. Bécassine et une Gotto Puff. Puff. Ein Gothic Puff? Oh. Ich weiß ja nicht. Das gefällt mir nicht. Wir gehen da wieder weg. Ah, okay. Es kommt das Wort Erotik drin vor in der URL. Vielleicht hätte man drauf kommen können. Hm. Und da schlägt mir vor, meinten Sie vielleicht Bargel statt Bulago? Nein. Bargel betrifft nämlich Michael Bargel, den Geschäftsführer von IDS Logistik GmbH. Den habe ich mit Sicherheit nicht gemeint. Okay. Der war aber bei eurotransport.de im Interview mit dem Titel Dr. Michael Bargel im Gespräch mit Transaktuell. Diese Headline hat mir ein falsches Bild vom Inhalt des Artikels vermittelt. Das glaube ich. Wie ist denn die Wettervorhersage, mein lieber Wettervorhersager? Für welchen Zeitraum und welche Lokalität? Für den Juli in Deutschland. Willst du das wirklich wissen? Nein. Sagen wir so, ich hörte von Meteorologen den Satz, alles was an Regen fällt, fällt dieses Wochenende. Geil, gar keiner. Genau, also viel Trockenheit, ein bisschen Hitze. Oh Mann, oh Mann, sterbi, 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 sterbi. Ja, genau. Also falls du eine Religion gründen willst, warte noch ein bisschen, dann kannst du das mit dem durch die Wüste marschieren, auch hier daheim. Ich wollte gar nicht durch die Wüste marschieren. Durch das Müsli marschieren. Das Müsli. Der heilige Seitenbacher. Lecker, lecker, lecker. Ah.
Religionsstifter-Müsli von Seitenbacher. Weil der Dip extra kostete. Frauen verwüsten Fastfood-Filiale und greifen Mitarbeiter an. Dip, 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 dip. Ich habe die Tage etwas gelernt. Das freut mich. Ich weiß jetzt, woher die ganzen Meldungen von Seeungeheuern in der früheren Zeit kommen. Okay. Willst du es wirklich wissen? Ich bin unsicher. Weißt du, wenn so Mama Blauwal und Papa Blauwal sich besonders lieb haben? Nee, so, ich muss anders anfangen. Wenn Mama Blauwal die ganzen Blauwale besonders lieb hat, die wechseln sich dann nämlich ab. Und es kann halt immer nur einer gerade Blauwalen. Warum? Dann haben, weil die nur eine Vagina hat. Okay. Ja, und dann schwimmen die anderen Blauwale drumherum und langweilen sich. Und dann drehen die sich mal auf den Rücken und lassen sich an die Oberfläche treiben. Oh nein. Und so ein Walpenis hat bis zu 3 Metern Länge und wenn er halt so gegen die Schwerkraft ankämpft, hat er ungefähr die Form einer Seeschlange. Mhm. Ja. So könnte das gewesen sein damals. Die Sache mit der einäugigen Seeschlange, ich verstehe. Ja. Und Wale machen kein Wal-Sandwich? Ich weiß es nicht. Google das mal. Wal-Sex. Wal-Sandwich. Irgendwas mit Champions League? Polnisch? Wal-Sex, Health, Fitness und Dieting. Okay. Na, vielleicht lassen wir das doch. Hier, schau doch mal. Stolperte während eines Nachmittagsspaziergangs über dieses Café. Schrullige und freundliche Atmosphäre. Wir hatten beide das Wal-Sandwich. War ausgezeichnet, gefolgt von einem großen Stück Karottenkuchen, das leicht und lecker war. Von D-Mac aus den schottischen Hochlands. Hochlands. Ach ja. Oder hier, witziger Toast in Form von Käse des Wahlsandwiches mit Sahne. Ich habe diesen Satz nicht verstanden. Aber mich auch nicht. Okay. Aber wo wir gerade bei Wahlen sind, ich habe ein Stück Fernsehgeschichte gesehen. Okay. Am 20. September 1977 lief die 3. Episode der 5. Staffel der Fernsehserie Happy Days. Und in dieser Episode springt eine der Hauptfiguren mit Wasserskiern über ein Hai. Mhm. Daher kommt der Begriff Jump the Shark. Okay. Dass dir nichts sagt. Richtig. Ja. Es wird verwendet für den Moment, wenn eine Fernsehserie so ihren Höhepunkt überschritten hat. Wobei man sagen muss, dass Happy Days danach noch 7 Jahre lang lief. Okay. Es gibt hier auch Beispiele. Erkennungsmerkmale für den Jumping the Shark-Effekt sind zum Beispiel, ich höre mich immer so doppelt. Ja, das war Absicht. Ja. Hauptdarsteller steigen aus der Serie aus. Zum Beispiel Happy Days, The 70s Show, Act X. Hauptcharaktere werden nach mehreren Jahren zu einem Paar. Zum Beispiel die Nanny, Wer ist hier der Boss? Es werden zusätzliche Figuren integriert, zum Beispiel in eine schrecklich nette Familie.
Figuren, die eigentlich aus der Serie herausgeschrieben wurden, treten wieder auf. Zum Beispiel Bobby Ewing in Dallas. Mhm. Wobei ich der Meinung bin, dass dieser Tod unter der Dusche, also das Wiederauftauchen unter der Dusche, das war von vornherein geplant. Mit Sicherheit, ja. Kinderdarsteller werden zu alt und durch neue Kinder ersetzt. Ach, wie bei dieser einen Serie, wo die beiden Kinder zu alt wurden und durch neue Kinder ersetzt wurden. Genau. Diese beiden Blonden? Ja, genau. Stimmt. Schauspieler wird in einer Rolle ausgewechselt. Okay. So wie bei Two and a Half Men? Zum Beispiel. Nee, das stimmt ja nicht. Da wurde die Figur ausgewechselt. Es ist ja nicht so, dass Ashton Kutcher Charlie Sheen gespielt hätte. Auch wieder wahr. Wäre lustig gewesen. Durchaus, aber... Glücklicherweise nicht. Ja. Ach ja. War das nicht bei Al Bundy irgendwo, wo irgendwann eins der Kinder ersetzt wurde durch irgendeinen anderen Schauspieler? Nee, Roseanne. Roseanne war ein Kind von Al Bundy? Ja. Die Folge muss ich mir nochmal angucken. Nee, da haben sie ja die Blonde ausgetauscht und dann wieder ausgetauscht und wieder ausgetauscht. Also hin und her ging das. Okay. So, wir haben heute übrigens, falls ihr euch das fragt, den 10. Juli und heute ist der amerikanische National Kitten Day. Also wenn man irgendwie ein undichtes Fenster hat, ist heute der Tag, um das neu abzudichten. Ja, aber heute ist auch der Trittdicht auf eine Biene-Tag in den USA. Was natürlich ein geringeres Problem ist, wenn deine Fenster schön dicht sind und keine Bienen reinkommen können. Genau. Dann kann man nämlich auch heute schön das Teddybär-Picknick machen, denn das ist das Tag des Teddybär-Picknicks. Und der ist sogar international. Da haben doch die Fantastischen Vier ein Lied drüber gemacht. Ja. Genau wie über den Tag der Pina Colada. Nein. Lalalalalala. Der ist nur US-amerikanisch. Magst du Pina Colada? Nein. Und wie sieht's aus mit im Regen gefangen werden? Nein. Bist du viel in Yoga? Nein. Hast du ein halbes Gehirn? Ja. Machst du gerne Liebe nach Mitternacht? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Da habe ich nämlich dann schon sehr müde Hände. Aha. Gehen wir lieber zum Morgen über, da ist der Mojito-Tag. Kathedraltunnel-Syndrom. Oh, Tag. Morgen ist Tag des Blaubeermuffins. Nom nom nom. Ist das nicht ein Podcast? Der Blaubeerfalter? Nee, was du meinst, ist der Brombeermuffin. Ach so. Den können wir auch mal einladen. Oh ja. Hallo Brombeermuffin, du bist herzlich eingeladen. Wir könnten am Wackelpudding-Tag aufnehmen. Om nom nom. Oh, der ist gleich. Was ist dein Lieblingswackelpudding-Geschmack? Nein, anders. Was ist deine Lieblingswackelpudding-Farbe? Ah, von der Farbe her bestehe ich ja auf das klassische Grün, wobei Pink auch ganz niedlich ist. Stimmt, geschmacklich finde ich dann aber Grün besser als Pink. Ja, das sowieso. Aber darum ging es ja jetzt gerade nicht. Richtig. Ja. Das ist übrigens am 12. Juli. Es ist auch der Ehrentag der Kuh, der Tag der Papiertüte und der Tag der Einfachheit. Man könnte da einen Zusammenhang herstellen. Ja. Hier hast du einfachen Wackelpudding in der Papiertüte, liebe Kuh. Herzlichen Glückwunsch. Oder einfach mal einen Burger kaufen gehen. Ja, passend dazu ist ein Tag später der Pommes-Tag. Oh, guck an. Und das glaube ich nicht, dass es das gibt, Tag der fröhlichen Arbeitnehmer. Das klingt nach einem sehr reaktionären Tag. Und am 14. Juli möchte ich den Chasen grüßen, das ist der Tag der Haie in den USA. Ist das nicht gleichzeitig der Nationalfeiertag in Frankreich, falls man Frankreich als eigenständige Nation anerkennt? Warte mal, ich guck mal in der Liste. Internationaler Tag der Nacktheit in Neuseeland. Mhm. Tag der Käsemakaroni in den USA. Tag des Maßbandes und SpongeBobs Geburtstag. Nein, ich sehe nichts von Frankreich. Ich habe kurz gegoogelt, Nationalfeiertag Frankreich, 14. Juli. Ja, die haben hier nur die wichtigen Sachen stehen. Aha.
wird am 15. Juli den Ich mag Pferdetag und Tag der Gummiwürmer. Was ist deine Lieblingszubereitungsart für Pferde? Also ich stehe ja gar nicht so auf das traditionelle Lasagne. Mhm. Ich bin dann doch eher so im Sauerbratenbereich. Sehr gut, das wollte ich hören. Gut. Horse is a horse, of course. Aus Korsika? Ja, die schmecken am besten. Hm. Sonnengereift. Nom, nom, nom. Passend dazu ist am 16. Juli der bundesweite Tag des guten Fleisches in Deutschland. Was es alles gibt. Außerdem der Welttag der Schlange, der Ehrentag des Meerschweinchen, der... Was? Wirf könnte und sollte Wegtag, was immer das sein soll, und der Tag des frischen Spinats. Hm, Schlange, Meerschweinchen, Spinat. Klingt nach einer vollwertigen Mahlzeit. Ja. Du kannst das eine mit dem anderen füllen. Hm. Quetscht ein Meerschweinchen den Spinat. Naja, am 17. haben wir dafür den Tag des gelben Schweins. Das klingt irgendwie rassistisch. Oder nach FDP. Was ist denn der Wrong Way Corrigan Tag? Ich könnte draufklicken, ich will es aber gar nicht wissen. Lass mich das kurz googeln. Wrong Way Corrigan Day. Ah, ja. Ah. Legendärer Irrflug von New York nach Dublin im Jahre 1938. Ich bin begeistert. Es hat nichts mit dem Tag des Pfirsichseis zu tun, der am selben Tag ist. Mhm. Ach ja, Peach and Cream. Ah, der wollte also von Brooklyn nach Long Beach, Kalifornien fliegen und ist in die falsche Richtung gestartet und in Irland, in Dublin gelandet. Ja, gut. Ein Öde über dem Mittleren Westen, ein Öde über dem Atlantik, das kann man mal verwechseln. Was man so alles lernt. Mhm. Ja, ja. Tag des Kaviars, Tag der sauren Süßigkeit, internationaler Umarmt eure Kindertag und Weltzuhörtag am 18. Hm, was sind deine Lieblingsfischeier? Ich mag ja die roten lieber als die schwarzen. Mhm. Die machen so schön plopp zwischen den Zähnen. Ja. Tag des Himbeerkuchens und Tag des Daiquiri. Tag des Hotdogs, Tag des Mondes, Weltraumforschungstag, National Lollipop Day, Internationaler Schachtag und mehr, alles am 20. Uiuiui, da ist ja richtig was los. Am 21. ist Tag des Junkfoods und Creme Brûlée Tag. Okay. Hm. Welttag des Gehirns. Am selben Tag wird der Tag der Mango und der Tag der Hängematte. Aber das Wichtigste am 22. Juli ist... Der Tag der Igelzubereitung. Nein. Der Pi-Annäherungstag. Okay. Ja. Wie nah muss man sich Pi da annähern? Oder nähert man sich Piend an? Das hat damit zu tun mit der amerikanischen Schreibweise. 22.07., also 22-7. Ah. Und das ergibt ungefähr 3,14. Ah. Hast du wieder was gelernt? Ja. Oh, am 23. Juli ist der internationale Yada-Yada-Yada-Tag. Yada-Yada-Yada. Und der Erdnussbutter-Schokoladentag. Und der Tag der großartigen Großmütter.
und des Cowboys und des Vanilleeises. Ich erkenne einen Zusammenhang. Ja, die kann man nämlich miteinander füllen. Om nom nom. Die großen Mütter mit Cowboys und Vanilleeis. Und dann einen Burger draus machen, der angeblich vegan ist, aber nach Menschenfleisch schmeckt. Ich glaube, am 24. gibt es auch Zusammenhänge. Tag des Tequilas und erzähle einen alten Witztag. Okay. Käse- und Weintag. Nadeleinfädelungstag. Welttag des Tofu. Tag des Kaffeemilchshakes. Alles oder nichts Tag. Wann? Am 26. Das muss ich mir aufschreiben. Oh, am 27. ist der Geh mit deiner Hose spazieren Tag. Klingt unrealistisch. Wer trägt denn Hosen? Am gleichen Tag ist der Geh mit deiner Zimmerpflanze spazieren Tag. Das heißt, ich kann meinen Kaktus in die Hose stecken und wir gehen dann spazieren? Das solltest du immer machen, deinen Kaktus schön in der Hose lassen. Aber der sticht. Ja, aber am nächsten Tag kannst du ja Kaffeesatz drauf machen. Das ist in Deutschland nämlich der bundesweite Tag des Kaffeesatzes. Und der Tag der Vollmilchschokolade. Machen wir den Monat noch fertig. Am 29. Juli ist der Chicken Wing Tag. Welche Soße hast du denn am liebsten zu deinen Chicken Wings? Ich mag keine Chicken Wings. Ich bin kein Fan davon, dieses ganze Knochengedöns um mich herum zu haben. Mein Gott, man steckt das Hühnchen in den Fleischwolf und gut ist. Aber prinzipiell bei so Grillzeugs bin ich Fan von nicht zu rauchigen Soßen. Ich hatte letztens erst eine Goldbrand-Paprikasoße gemacht. Die war sehr fruchtig und relativ süß. Eine Habanero-Pfirsichsoße. Das ist mein Zweitlieblingsdings aus dieser Reihe. Die hat halt ordentlich Bums gehabt durch die Habanero. Und eine Chipotle-Pflaumensoße, die genau das richtige Maß an Rauchigkeit hatte, dass ich es nicht ekelhaft fand. Oh, klingt gut. Ja. Aber wenn du keine Chicken Wings magst, ist es auch noch der Tag der Lasagne. Perfekt. Und Tag des Lippenstifts. Sehr gut. Und internationaler Tag des Tigers. Alles rein in die Lasagne. Tiger Wings. Heißt das Ding nicht Tiger Woods? Tiger Mom. Oh Gott. Unterhalte dich im Fahrstuhltag. Nein. Ehrentag des Systemadministrators. Das ist übrigens auch. Und Tag des Regens. In Waynesburg, Pennsylvania. Am 30. haben wir den Weltpostkartentag, den Zu-spät-kommt-Tag, den Taschenbuchtag, den internationalen Tag der Freundschaft und für uns Golden Girls den Tag des Käsekuchens. Internationaler Tag der Freundschaft klingt irgendwie kommunistisch. Ich guck mal, was es ist. Obwohl, das wäre da wahrscheinlich eher der Tag der internationalen Freundschaft. Geht auf die UNO-Vollversammlung zurück 2011. Warum an dem Tag, weiß aber keiner. Heißt das eigentlich Vollversammlung, weil die alle voll sind oder weil die alle mit voll da Sicherheit. Sind? Mit Sicherheit. Keiner weiß, was es damit auf sich hat. Ja, und am letzten des Monats haben wir den bundesweiten Tag der Seenotretter in Deutschland. Den Tag der Avocado. Harry Potters Geburtstag. Den Tag des Mischlingshundes, den Tag der ausgefallenen Musikinstrumente. Ausgefallen wie Zähne oder ausgefallen im Sinne von seltsam? Zähne. Okay. Tag der Zuckerwatte. Ah. Und wir haben den nationalen Orgasmustag in Großbritannien. So, und jetzt stell dir bitte Boris Johnson beim Sex vor. Ja, sag mich gerade, das will ich nicht. So, und falls wir nächsten Monat wieder eine Folge machen,
Gucken wir uns da mal an, was es im August gibt. Was sind deine Lieblingspreisträger des Muammar al-Gaddafi-Preises für Menschenrechte? Ja, das ist schwer, deine Lieblinge zu finden. Ja, weil du so lange nachdenken musst beim Tippen. Es ist halt auch nicht der einfachste Name. Ja, es hat einen Wikipedia-Eintrag. Wikipedia-Eintrag, genau. Ja, ja, ich könnte natürlich jetzt Fidel Castro sagen, aber es wäre ein bisschen einfach. Stimmt. Ja. Erdogan wäre natürlich auch wirklich. Aber ich würde sagen, mein Favorit ist im Jahr 2007 die Bibliotheken von Timbuktu. Okay. Und deins? Ich finde Erdogan wirklich gut. Also nein, bitte reicht diesen Satz nicht aus dem Kontext. Ich mache mir gerade eine Markierung. Ich finde ihn als Preisträger wirklich gut gewählt. Oh, ich habe hier etwas gefunden. Oh oh. Das mal sehen. Kennenlernfragen Date. Oh. 120 Fragen für dein erstes Date. Aha. Wie lange hast du hergebraucht? Bist du freiwillig hier? Bist du gut durchgekommen? Warst du schon einmal hier? Kennst du den Fluchtweg? Schicke Schuhe, Tasche, Hose. Wo hast du die denn her? Willst du was trinken? Wo hast du geparkt? Ich finde diese Fragen ein bisschen beängstigend, um ehrlich zu sein. Wo arbeitest du? Wie bist du zu diesem Job gekommen? Gefällt es dir dort? Wie ist das Verhältnis zu deinen Kollegen? Hast du Spitznamen? Wenn ja, welche? Welche drei Dinge machen dich richtig wütend? Was war dein peinlichster Moment? Okay, wer fragt denn sowas? Ja. Wie würdest du dich, wie würden dich deine Freunde beschreiben? Ja, er war immer ein sehr ruhiger Mensch. Wir hätten nie gedacht, dass er das tut. Warst du schon mal im Krankenhaus? Und wenn ja, warum? Oh Gott. Perfekt für ein erstes Date. Genau wie, was hältst du von Verschwörungstheorien? Oh Mann, ey. Hörst du regelmäßig Luft nach oben? Ja. Fällt mir da gerade ein bei Fragen zum ersten Date. Deswegen bin ich auch hier drauf gekommen. Achtest du auf eine gesunde Ernährung? Was könntest du jeden Tag essen? Vegane Burger, die nach Mensch schmecken. An was denkst du als erstes, wenn du an deine Familie denkst? Vegane Burger, die nach Mensch schmecken. Wovor hast du am meisten Angst? Menschenburger, die nach vegan schmecken. Hast du Angst vor dem Tod? Das ist eine tolle Frage für das erste Date. Hi, wie geht es dir? Hast du Angst vor dem Tod? Aha. Was war das Peinlichste? Das hatten wir schon, oder? Ja. Glaubst du an Gott? Ja. Das ist total die erste Frage immer. Naja, je nachdem, was man sich erhofft, schon. Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Vergangenheit. Würde ich auch sagen. Wenn ich mir die Zukunft so angucke, würde ich da nicht hin. Ja, und man kann viel lustigere Dinge in der Vergangenheit machen und dann gucken, wie sie in der Zukunft aussehen. Ja, denkst du denn, du könntest die Vergangenheit verändern? Oder spaltet sich dann nur eine neue Zeitlinie ab? So oder so wird es eine Mordsgaudi.
An welchen Orten hattest du schon Sex und welcher war der aufregendste? Worauf stehst du besonders im Bett? Ja, schlafen. Verdammte Scheiße, schlafen. Was war dein peinlichster Sexunfall? Das frage ich direkt beim ersten Date immer als erstes. Noch vor dem Namen. Was war dein peinlichster Sexunfall und wie heißt du? Oh Gott. Und ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, aber ich werde nicht müde, es anzukreiden. Wenn man nach Igel-Rezepten googelt, kommt man nur darauf, wie man Mangos zubereitet. Nicht mal mit? Ja. Aber warum denn das? Oh, Igel-Rezept bringt jetzt auch Kekse in Igelform. Okay. Aha, inzwischen wird es wirklich ein bisschen klüger. So. Naja, gut. Kann man Igel essen? Googles Kurzantwort ist, sie erfuhren, dass Igelfleisch bereits von den Römern in der Antike, speziell als Igel im Römertopf, und von den Engländern im 15. Jahrhundert verspeist wurde. Dass allerdings Briten Igel essen, könnte den Gourmet misstrauisch stimmen. Ach was. Ich finde das sehr... So, wollen wir noch einen Persönlichkeitstest machen? In Spanien zum Beispiel war der Igel eine beliebte Fastenspeise, die gegessen werden durfte, weil der Igel vegetarisch ist. Oh, ja, wer kennt sie nicht, die Igelbäume? Eben. Der das Artikel heißt übrigens Fly Like an Eagle und ich mag diese Art von Humor. Bist du eher ein sehr bodenständiger Mensch, ein überaus realistischer Mensch, ein stark zielorientierter Mensch, ein überaus harmoniebedürftiger Mensch, ein sehr tiefgründiger Mensch, ein überaus zuversichtlicher Mensch, ein besonders lebensfroher Mensch, ein sehr leidenschaftlicher Mensch oder ich bin kein Mensch? Keine dieser Antworten trifft auf mich zu. Also ich krieg mal auf keine Ahnung. Nee, kann ich die Antwortmöglichkeiten nochmal hören? Bodenständig, realistisch, zielorientiert, harmoniebedürftig, tiefgründig, zuversichtlich, lebensfroh, leidenschaftlich oder keine Ahnung. Harmoniebedürftig. Harmoniebedürftig, gut. Ich sagte dir nicht, was für ein Test das hier ist, aber welche der folgenden Eigenschaften zeichnet dich normalerweise am ehesten aus? Durchsetzungsfähigkeit, Offenheit, Zuversicht, Diplomatie, Kompromissfähigkeit, Sachlichkeit, Kreativität, Gradlinigkeit, Loyalität oder keine Ahnung. Kann man mehrere Sachen wählen? Nein. Ich schwanke. Also, okay, damit können wir zielstrebig schon mal ausschließen. Schwanklichkeit. Ich nehme mal Loyalität. Loyalität. Würdest du eher sagen, das Glas ist halb voll, halb leer oder nein, danke, ich hatte schon einen Pinguin? Das Glas ist immer randvoll. Ist ja nicht gesagt, womit. Ja, aber es ist nur halb oder halb leer. Und warum schenkt keiner richtig ein? Naja, es ist immer randvoll mit Luft und Flüssigkeit. Also, das ist mir eigentlich egal, klicke ich an. Okay. Welche der folgenden Aussagen passt am besten zu dir? Ich renne schon mal mit dem Kopf durch die Wand. Ich lasse mich niemals unterkriegen. Ich nehme Dinge, wie sie sind. Ich habe einen Blick fürs Wesentliche. Ich hasse Oberflächlichkeiten. Streitigkeiten sind mir zuwider, auf mich ist Verlass, ich respektiere meine Grenzen, ich pflege meine Freundschaften behutsam oder keine Ahnung. Ich hasse Oberflächlichkeiten. Ich hasse Oberflächen. Jede Oberfläche? Ja. Handelst du generell eher impulsiv, besonnen oder keine Ahnung, mal so, mal so?
Keine Ahnung. Was brauchst du am dringendsten in deinem Leben? Beständigkeit, Geborgenheit, Sicherheit, Harmonie, Freiheit, Unabhängigkeit, Leidenschaft oder keine Ahnung. Kaffee. Gibt es Harmoniekaffee oder so ähnlich? Ich wollte gerade sagen, Harmonie klingt ganz gut. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Beständigkeit, Geborgenheit, Sicherheit, Harmonie, Freiheit, Unabhängigkeit, Leidenschaft. Ja, nehmen wir mal Harmonie. Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Ja, sehr wichtig. Schon recht wichtig, ja. Nein, es ist mir zumindest nicht egal. Naja, es ist mir zumindest nicht egal. Geht so. Nein, das ist mir vollkommen egal. Bei einigen schon, bei anderen nicht. Und nein, ich mache einen Podcast mit diesem Idioten hier. Bei einigen schon, bei anderen nicht. Was könnte am ehesten dein Motto sein? Ganz oder gar nicht. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Geht nicht, gibt's nicht. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt oder keine Ahnung. Das wäre ein cooles Motto. Das mein Name ist Otto. Sauf dich blind ist mein Motto. Was waren die drei letzten? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Und man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt. Was übrigens nicht stimmt. Eben. Ja. Ich bin für das Vorletzte. Also Lösungen. Gut. Lösungen suchen. Keine Fehler. Bist du ein guter Streitschlichter? Ja, das bin ich. Naja, geht so. Nein, eigentlich nicht. Oder keine Ahnung. Ich klicke nein, dann ist schon gut. Ja, das stimmt. Du würdest dich niemals verstellen, nie auf Biegen und Brechen deinen Willen durchsetzen, dich nie von Rückschlägen entmutigen lassen, dich niemals in deiner Freiheit einschränken lassen, niemals deinen Optimismus verlieren, niemals in Selbstmitleid versinken, auf keinen Fall deine Lebenslust verlieren, niemals den bequemen Weg wählen, niemals aufhören, für deine Ziele zu kämpfen. Du würdest keine Ahnung. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, ich würde niemals den bequemen Weg wählen, weil dann ging es mir ja gut. Ja, das wäre ja scheiße. So, und das Ergebnis wird Ihnen nicht gefallen. Naja, ich muss jetzt erst ein Werbevideo gucken, um das Ergebnis zu sehen. Oh, ich kann nicht mal den Ton ausschalten, das ist ja toll. Super. La 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 la. So. Dein Ergebnis ist. Deine Persönlichkeit ist blau. Okay. Gut. Es war der Test, welche Farbe hat deine Persönlichkeit? Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Was machen wir jetzt? Blau. Klingt gut. Na dann. Ich rühre schon mal die Farbe an und du ziehst dich aus. Jetzt hätte ich was an. Oh, das heißt, das ist alles Originalpelz? Nicht alles. Ach so, das umgekrempelte Eichhörnchen da unten, ja, ja. Ja, und da hinten ist so eine Stelle, da bin ich auf einen Lolli gefallen und habe mich danach unter dem dreckigen Bett gewälzt. Ja, auf einen Lolli gefallen, das hören wir hier öfter. Ja. Darf ich das Ganze nochmal anders formulieren? Nein. Ach. Lollipop, Lollipop, oh Lolli, 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 Lollipop. Dum, dum, dum. Lollipop, oh Lollipop, oh Lolli, Lollipop. Die Kollegin hat letztens ein Paket bekommen, da stand dann drauf ihr Name und hinten dran stand Po-Büro. Die Arschabteilung.
Ich weiß nicht, wo das ist bei uns. Also vermutlich da, wo der Chef sitzt. Ja. Apropos komische Gerüche. Oh, ja. Ich glaube, ich werde gleich mal in die Küche gehen. Und mir dort einen Abendmampf zubereiten. Das klingt zumindest nicht verkehrt. Oder ich bestelle was. Aber was denn? Ich bin mir nicht sicher. Mir wurde gestern das Konzept des Döners mit grüne Soße nahegelegt. Okay. Was ganz aufregend klang. Okay. Andererseits haben wir so viel über Käsepizza geredet. Überbackener grüne Soße Döner. Ich habe aber leider keinen Schimmelkäse da und ohne ist Käsepizza immer ein bisschen doof. Du kannst ihn bei dem Wetter rauslegen. Ich kann mich bei dem Wetter rauslegen. Ja, Schimmelhendrian. Wird ja auch zu meiner Persönlichkeit passen, ne? Also wird ja auch blau, wie Bavaria Blue, hätte man dann halt. Ich mag ja am liebsten an dir die pelzigen Stellen. Ich dachte, du magst meine Forelle blau. Ich wirke sie so lange, bis sie blau ist. Genau, wirke meine Forelle.